Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder um meine Schminkboxen, die ich so im Mai verwendet habe. Eine Schminkbox ist bei mir eine Zusammenstellung von verschiedenen Make-up-Produkten, die ich täglich benutze. Immer eine Woche lang so zum Testen. Und ich zeige euch heute einmal die Schminkbox, die ich diese Woche getragen habe und aktuell auch trage. Also das seht ihr gleich, wie das Ganze aufgetragen aussieht. Die zweite Schminkbox zeige ich euch so, wie ich sie schminke, also dann in einem kleinen Zeitraffer. Und die dritte Schminkbox packen wir uns gleich im Anschluss zusammen. Und ja, ich würde sagen, ich lege los mit meinem aktuellen Look. Ich habe als Foundation zwei gemixt, weil ich habe eine von Revlon, die Colorstay Foundation, die etwas zu hell ist. Ihr seht es vielleicht ganz gut. Und von Manhattan eine, die mir zu dunkel ist. Das ist das 3-in-1 Easy Match Make-up. Das wurde mir mal zugeschickt und die von Revlon hatte ich in einem Tauschpäckchen. Also ja, ihr seht, passt nicht so ganz, aber gemixt, finde ich, ergibt das eine ganz nette Farbe. Ich habe ein bisschen mehr von dem Hellen verwendet als von dem Dunklen, weil das Dunkle auch noch ein bisschen nachdunkelt, finde ich. Und dann, ja, ist es doch schon sehr unterschiedlich zu meinem Hautton am Hals und am Dekolleté. Beide Make-ups mag ich komme mit denen gut klar. Sie sind eigentlich relativ ähnlich, finde ich. Beide nicht matt, sondern eher in die frische, ein bisschen glänzende Richtung gehend. Auch wenn jetzt nicht speziell Glow draufsteht, aber ich finde, sie haben eher etwas in diese Richtung. Sie sind cremig, lassen sich gut auftragen, gut einarbeiten, sind von der Deckkraft her auch mittel bis gut, würde ich sagen. Und ja, funktionieren. Als Concealer habe ich ein Produkt von P2 und zwar den Total Cover Up Camouflage Concealer. Den benutze ich schon sehr, sehr lange, also der ist relativ ergiebig, finde ich. Den gebe ich mir unter meine Augen, auf den Nasenrücken und ans Kinn und dann blende ich den ein mit meinem Beauty-Schwämmchen. Hallo Sonne, gibt's dich auch noch? Es gab in den letzten Tagen nur Regenwolken, so ungefähr. Ja, auch den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich kann den jetzt leider nicht nachkaufen, weil P2... Ich vermisse dich. Ja, aber ist eine schöne Farbe, eine schöne, ein bisschen dickere Konsistenz, dadurch eben auch eine relativ gute Deckkraft. Zu vergleichen finde ich mit dem Catrice Liquid Camouflage Concealer. Also die sind sich relativ ähnlich, finde ich. Beide sehr gut. Als Puder habe ich zweckentfremdet so eine Puder Foundation von Nude by Nature. Die wurde mir mal zugeschickt. Das ist die Flawless Pressed Powder Foundation in der N2. Finde ich vom Packaging her sehr schön, auch mit Spiegel drin, sieht so ein bisschen edler aus. Als Foundation benutze ich sowas gar nicht, ich wüsste überhaupt nichts mit einer Puder-Foundation anzufangen. Vor allem mag ich halt auch dieses Finish gar nicht, weil eine Puder-Foundation ist ja eher matt und trocken und das möchte ich nicht haben, zumal ich eine eher trockene Haut habe. Also ich mag es, wenn das Make-up frisch ist und glänzt und Feuchtigkeit spendet. Deswegen habe ich die einfach als Puderzweck entfremdet, aber ich finde sie dafür nicht fein genug. Also es kommt zwar gut Produkt auf den Finger, von Farbton her ist es auch sehr passend, aber irgendwie, was ich bei anderen Pudern habe, dass die Haut so richtig samtig wird, man merkt, das Make-up klebt darunter nicht mehr. Das habe ich damit halt nicht, deswegen bin ich gerade am Überlegen, die auszusortieren. Als Bronzer habe ich ein Produkt von Miss Lynn. Das soll so ein Dupe sein zu den The Balm Bronzern. Also die haben ja auch dieses Büchlein-Format. Finde ich sehr, sehr schön, sehr ansprechend, muss ich sagen. Das ist die Beach Please Bronzing and Contouring Powder Reihe. Und ich habe die Farbe Holiday Hooray. Es ist auch noch ein kleiner Spiegel mit dabei. Und dann ist es dieses Puder. Das sieht im ersten Moment sehr dunkel aus. Aber wenn ich das mit einem größeren Puderpinsel auftrage, also ein bisschen was Fluffiges, und dann einfach so wie einen normalen Bronzer an diese Stellen hier gebe, finde ich es auf gar keinen Fall zu dunkel, sondern sehr passend vom Farbton her. Oder vom Unterton ist es auch nicht zu warm, nicht zu orangestichig. Also ich mag das Produkt sehr. Als Blush habe ich von P2 ein LE-Produkt aus der Dresscode Happy LE. So eine ganz süße Pappschachtel und dann ist das hier so ein Muster. Da waren, glaube ich, mal Herzen aufgedruckt, aber die habe ich schon abgerubbelt. Also das habe ich wirklich schon häufig verwendet. Kommt jetzt sehr, sehr krass leuchtend pink.
rüber, aber es ist relativ fest gepresst, wodurch nicht so viel Farbe auf den Pinsel kommt und eben auch nicht aufs Gesicht, sodass der Farbton auch nicht so kräftig rüberkommt, weil so ein kräftiger Pinkton ist nicht unbedingt mein Ding. Ich mag es eher ein bisschen verhaltener, kann man das so sagen. Ja, der Ton, der so dabei rauskommt mit einem so mittelfesten Blushpinsel, der ist sehr schön. Als Highlighter trage ich von Trended Up das Face Contouring Set. Das habe ich ja in meinem Bronzer-Video umgeschichtet zu meinen Highlightern, weil dieses Face Contouring Set für mich nicht unbedingt was mit Face Contouring zu tun hat, weil halt alle Töne schimmrig sind. Dieser dunkelste Ton ist für mich nicht unbedingt ein Contouring-Ton, weil der einen relativ warmen Unterton hat. Also den benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Aber diese beiden Highlighter sind sehr schön. Ich mag die Farben. Das ist einmal so ein Gold, einmal ein Rosé-Champagner-Ton. Ich habe die beide gemixt. Es kommt ein relativ heller Ton dabei raus, der super schön leuchtet. Also als Highlighter mag ich das sehr gerne. Dann kommen wir zum Augen-Make-up. Das ist heute ein bisschen auffälliger. Ich habe da mal wieder rausgekramt von Urban Decay eine Palette. Das ist die Vice Limited Reloaded Palette. Urban Decay hatte ja mal so eine Serie aus diesen Vice-Paletten. Ich habe da insgesamt 3 Stück von. Und die hier ist relativ bunt. Ich glaube, das war meine allererste Urban Decay Palette. Die habe ich mir, glaube ich, mal zum Geburtstag gewünscht oder zu Weihnachten gewünscht. Und ja, ich finde die super. Also ich mag es total in letzter Zeit, so bunte Paletten, also nicht so richtig knallig bunte, also es müssen auch schon neutrale Farben mit dabei sein, zu benutzen und dann ja mein Make-up auszuwürfeln. Also heute trage ich zum Beispiel dieses Blau mit so goldenen, grünlichen Glitterpartikeln ist super, super schön als Farbe. Ich trage am unteren Wimpernkranz dieses Grün. Kommt jetzt nicht ganz so grünlich rüber, deswegen passt es zum Blau noch. Ich würde sonst Grün und Blau nicht unbedingt kombinieren. Dann habe ich noch ein bisschen was von dem Pink, was man jetzt nicht doll sieht. Ein bisschen was von dem Gold im Innenwinkel. Und ja, dieses matte Creme. Eben hier so oben drüber zum Verblenden. Ich hatte auch schon, ich habe auch noch ein anderes Augen-Make-up mit dem Blau mir erwürfelt. Da kann ich euch gerne mal das Bild zu einblenden. Das fand ich auch sehr schön. Ja, qualitativ ist die Palette absolut in Ordnung. Ihr könnt sie leider nicht nachkaufen, also zumindest nicht im Original. Aber ich muss sagen, ich finde sie echt super, super cool und es macht richtig Spaß, diese bunten Farben miteinander zu kombinieren. Als Eyeliner habe ich mal wieder den von Rival de Lupiang verwendet. Heißt der jetzt Rival Loves Me. Ich habe noch keinen Vergleich gemacht zu den Eyelinern, aber ich glaube, es sind die identischen Eyeliner. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwas dran verändert haben. Das ist der Eyeliner Pan Black. Ich liebe den. Das ist ein Filzstift-Eyeliner mit einer langen, dünnen, kegelförmigen Spitze. Ich komme mit dem super gut klar. Es ist für mich fein genug. Der hat so viel Farbe drin gespeichert, dass ich wirklich lange mit dem auskomme. Huch, zudem ist der halt super günstig. Der kostet, ich glaube, 1,99 oder sowas. Ich habe so viele Backups von denen gekauft, weil ich dachte, Rival de Lupiang verschwindet ganz aus der Drogerie. Aber ist ja zum Glück nicht der Fall. Ja, ich kann euch den nur empfehlen. Liebe, 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 liebe ich. Als Kajal wieder mal verwendet, also den werde ich glaube ich so lange verwenden, bis ich ihn jetzt aufgebraucht habe, da werde ich nichts Neues mehr ausprobieren. Aus der My Little Box dieser Cool Kajalstift, der ist einfach super, der malt gut auf der unteren und oberen Wasserlinie. Ich trage ihn an beiden Stellen auf, um einfach die Wimpernkränze zu verdichten. Der hat auch noch so einen Smudger. Schwämmchen mit drauf, um das Ganze so ein bisschen auszusoften. Das mache ich immer an der unteren Wasserlinie. Der hält relativ gut und lange auf den Augen und ja, mag ich sehr. Als Mascara habe ich von Rival Loves Me die Never Seen Before Mascara verwendet. Finde ich optisch sehr, sehr schön und ich finde die auch qualitativ echt gut. Die habe ich euch auch vor kurzem in meinen Haul Lights vorgestellt als absoluten Favoriten. Ist eine günstige Mascara mit einem Fasernbürstchen, mittellange Borsten. Fächert die Wimpern schön auf, gibt ein schönes Volumen, eine schöne Länge.
günstig und gut. Und das letzte Produkt, oh, ich habe heute gar kein Setting Spray verwendet. Fällt mir gerade auf. Da habe ich das von Skindinavia verwendet weiterhin, das ich ganz gut finde. Ich verlinke euch die ganzen Produkte, wenn es sie online zu kaufen gibt, in der Infobox. Da könnt ihr mal schauen bei Bedarf. Und ja, als Augenbrauenprodukt habe ich die Augenbrauenpomade von Alverde verwendet. In der Farbe Ash Taupe. Finde ich super gut. Das ist so ein kleines Glastiegelchen mit der Farbe. Es wirkt jetzt relativ winzig, aber Augenbrauenpomade. Also da braucht man so wenig von. Ich glaube, damit könnte man 10 Jahre auskommen. Na, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall lange. Und oben in diesem Deckel ist der kleine Pinsel. So ein kleiner abgeschrägter Augenbrauenpinsel. Funktioniert in Kombination wirklich super. Ich liebe die Farbe, weil sie eben perfekt aschig ist, zu so dunkelblonden Haaren passt. Und ja, ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Endlich mal ein Naturkosmetikprodukt, was mich so richtig vom Hocker haut, was ich bedenkenlos weiterempfehlen kann. Ja, das zu meinem heutigen Look. Ich werde euch jetzt die zweite Schminkbox, wie ich sie in mein Gesicht klatsche, zeigen. Und dann packen wir uns die dritte noch zusammen. We'll be right back.
Zeit, sich eine neue Schminkbox zusammenzustellen. Und jetzt muss ich hier mal suchen bei meinen Primern. Dran ist laut meiner Liste der Lancaster Skin Love. Ich glaube, ah, siehst du, so gut kenne ich meine Schminksammlung dann doch. Ich wusste, welche Farbe. Das ist dieser hier. Das ist so eine Probegröße. War, glaube ich, mal in der Glossy Box drin. Bei den Foundations ist dran von Manhattan das Perfect Matte Make-up. Das bekommt sozusagen seine letzte Chance. Ihr wisst, ich bin nicht so der Fan von matten Make-ups. Mir wurden die, die ich habe, auch alle mal zugeschickt. Also die habe ich mir auch nicht selber gekauft. Ich wollte jetzt einfach nochmal ausprobieren, ob sie für mich zum Tragen noch in Frage kommen oder nicht. Falls nicht, sortiere ich sie aus. Und falls ja, werde ich sie aufbrauchen. Also das hier ist diese Woche dran. Bei den Concealern ist dran von Catrice der Instant Away Concealer. Das ist ja dieser relativ neue. Ich habe den bisher einmal für ein First Impression Video verwendet, fand ihn ganz okay und werde ihn jetzt mal genauer überprüfen sozusagen. Puder kann ich mir auch aus dieser Schublade nehmen. Da ist dran, auch von Catrice, das Glow Illusion Powder. Vorne ist das, dieses hier. Ich glaube, das habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Das ist so ein bisschen Peachfarben. Ich bin mal gespannt. Bei den Bronzern möchte ich gerne dieses hier benutzen von Rival de Lupien aus der Travelholic LE. Diesen Bronzer in diesem Pappschächelchen. Ihr seht, ich habe davon ein paar mehr. Ich finde die wirklich richtig gut. Bei den Blushes könnt ihr jetzt, glaube ich, zum ersten Mal einen Blick in meine neuen, also neu gestalteten Schubladen sozusagen werfen. Ich habe so ein bisschen neu sortiert nach meiner Aussortieraktion und habe das so nach Marken geordnet. Und diesmal ist eins von Shine It Up dran. Und zwar aus der Evernudes LE. Das ist ein Creme Blush. Da muss ich dran denken, das vor dem Puder aufzutragen. Hier seht ihr meine zweite Highlighter-Schublade. Die ist nicht so aufgeräumt. In der ersten Highlighter-Schublade sieht es ein bisschen besser aus. Da habe ich aber tatsächlich nur Highlighter von Catrice und Essence drin. Da könnt ihr mal sehen, wie viel ich von diesen Marken habe. Und in der zweiten Schublade ist quasi der Rest, also alle restlichen Marken. Und deswegen auch so ein bisschen wild durcheinander. Ich suche von Love das Aura Glow. Und ich sehe hier auf jeden Fall Love. Dann müsste es eigentlich in der Nähe sein. Ah, genau, da ist es. Dieses in der wunderschönen Glitzerverpackung. Ja, und dann mache ich mich jetzt auf die Suche nach einer Lidschattenpalette und zwar von P2. Ich fange mal hier unten an. Ah, das ist ein Glücksgriff jetzt gewesen. Ich will nämlich tatsächlich diese hier. Ja, auch da habe ich versucht, so ein bisschen nach Marken zu ordnen. Ihr seht hier zum Beispiel ganz viel Essence und so eine kleine Ecke P2. Da habe ich tatsächlich gar nicht so viele. Da gab es auch irgendwie nicht so viele Lidschattenpaletten. Ja, diese hier ist dran. Die habe ich noch behalten. Ihr seht demnächst auch ein ausführliches, beziehungsweise mehrere ausführliche Paletten-Aussortier-Videos. Thema Eyeliner habe ich mir eigentlich überlegt, ich benutze jetzt einen so lange, bis er aufgebraucht ist. Und das ist in dem Fall von Rival de Lupien, der Eyeliner Pen Black. Mein liebster Eyeliner überhaupt. Und bei den Kajalstiften muss ich den hier raussuchen. Ich glaube, das müsste ein schwarzer Kajal sein. Befindet sich irgendwo in diesem Karton. Ist das nicht der Dramatic Cool Kajal? Tatsächlich. Also heute habe ich Glück. Machen wir weiter mit Mascara. Da muss ich jetzt, glaube ich, wirklich suchen. Von Catrice die Lash Dresser Comp Mascara wird gesucht. Auf jeden Fall ist sie nicht hier drin. Das habe ich schon festgestellt. Ich glaube, sie müsste irgendwo da drin sein. Oh Gott, habe ich viele Mascaras, ne? Heftig. Ich habe sie gefunden. So sieht die aus. Ist schon relativ alt und hat eben als Bürste, seht ihr hier aufgedruckt, so eine Art Kamm, aber eben mit ganz kurzen Zacken. Also so ein Mix aus Kamm und Mascara-Bürste. Bei den Augenbrauen ist dran, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Maybelline Master Shape. Das ist mal raus. Da ist er. Der ist schon recht abgenudelt, aber ich mag den sehr, sehr gerne. Anspitzen müsste ich ihn gleich nochmal. Und ganz zum Schluss ist in dieser Woche ein Lipgloss dran, und zwar von Art Deco, der Lip Brilliance in der Farbe 78. Das ist so ein ganz hübscher, dezenter, lila Pflaumeton.
Ja, das waren drei meiner Schminkboxen im Mai. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ein bisschen Spaß gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, habt ein paar schöne Tage, macht's gut und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.